Dort gibt es die wohl kurioseste Einflugschneise der Welt. Denn die Urlaubermaschinen landen quasi direkt am Strand. Und besonders lustig wird es immer dann, wenn die Jets wieder in Richtung Heimat starten. Sandra Lange ist für uns mal mitgeflogen. Hunderte solcher Strände gibt es in der Karibik. Eigentlich sind sie der Grund, weshalb man dorthin fliegt. Doch manche Urlauber ticken irgendwie anders. Einer der vollsten und begehrtesten Strände der Trauminsel St. Martin ist nämlich dieser hier. Im Viertelstundentakt gehen dort Maschinen über die Köpfe der Urlauber hinweg. Die Landebahn und das Meer sind nur 10 Meter voneinander entfernt. Und das ist unter Umständen richtig gefährlich, denn manchmal werden Touristen von der Kraft der Jets ins Wasser gefegt. Brian Richards aus London ist in die Karibik gereist, um sich das anzugucken. Seit 14 Tagen urlaubt er am spektakulärsten Strand der Welt. Ich war nur einen Tag nicht hier am Strand, von den 2 Wochen, die ich hier bin. Einen Tag lang war ich an einem anderen. Aber schon um 3 Uhr habe ich es dort nicht mehr ausgehalten, weil ich das Gefühl hatte, ich verpasse hier so viele Flugzeuge. Diese Einflugschneise ist einfach toll. Bis zu 80 Maschinen landen auf St. Martin täglich und mittlerweile ist das eine große Touristenattraktion geworden. Eine nicht ungefährliche, wie diese Bilder zeigen. Ahnungslose Urlauber werden immer wieder mal ins Meer geweht, weil sie nicht mit der Kraft der startenden Jets rechnen. Selbst für gestandene Männer ist es schwer, sich dem Düsenstrahl entgegenzustemmen. Computerexperte Patrick Kinnander kann sich kein besseres Unterhaltungsprogramm vorstellen. Viele Touristen wissen nicht, was passiert, wenn die Flieger starten. Sie sonnen sich ahnungslos am Strand und niemand erzählt es ihnen. Die Touris werden dann von der Druckwelle überrascht und wir lachen uns tot. Dabei gäbe es doch so idyllische Alternativen. Allein St. Martin hat 31 andere Strände. Aber offenbar können einige Urlauber mit zu viel Ruhe nichts anfangen. Deshalb ignorieren sie auch die Schilder, die vor der exotischen Einflugschneise warnen. Vergangene Woche hat hier sogar eine Maschine den Zaun touchiert. Aber das ist wohl der Nervenkitzel, den hier einige suchen. Andere, wie Christian und Sabine, kommen nur kurz zum Gucken, um das Risiko klein zu halten. Den ganzen Tag würde ich hier nicht liegen, speziell auch wegen der Tafel, weil da auch steht, dass man verletzt werden kann. Und ist sicher nicht angenehm, ja, wenn da ein Düsenflugzeug landet. Ja, außerdem die ganzen Abgase unter Umständen. Ja. Ist auch nicht gerade wirklich so. Gibt nettere Plätze, glaube ich, auf St. Martin. Es sieht gefährlich aus, wenn sie über einen drüber fliegen, aber ich fühle mich sicher. Ich blende die Lautstärke einfach aus. Ich höre nur Wellen rauschen. Mir macht das Spaß. Ich denke, dass viele Leute deswegen einfach auch kommen, weil es einfach eine Abwechslung ist und nicht so langweilig ist, den ganzen Tag in der Sonne zu liegen, sondern es passiert immer irgendwas. Das denke ich schon, dass viele deswegen einfach kommen, ja. Am Nachmittag füllt sich die Strandbar dann deutlich. Alle warten jetzt auf den Höhepunkt des Tages, die Boeing 747 aus Amsterdam. Sie ist die größte Maschine, die auf St. Martin landet. Und alle hoffen auf spektakuläre Szenen, wenn sie wieder startet und weiterfliegt. Die Läden in Airport-Nähe haben sich voll und ganz auf die flugzeugverrückten Urlauber eingestellt. Auf einem Surfbrett an der Strandbar sind nicht die Getränkepreise notiert, sondern die Landezeiten der ankommenden Maschinen. Und der Barbesitzer überträgt den Funkverkehr zwischen Tower und Piloten. Um 15.07 Uhr ist es dann soweit. Der Jumbo kommt. So mancher zieht den Kopf ein. Brian und andere Verrückte interessiert jedoch nicht so sehr die Landung der 747 als vielmehr ihr Widerstart. Brians größter Kick, er stellt sich mitten in den Strahl des Düsenjets, als der Vollgas gibt. Am Strand gehen alle in Deckung, halten sich die Augen zu, denn Sand und Steine fliegen jetzt mit großer Wucht. Brian ist euphorisch angesichts der Kräfte, die wirken. Ich bin nicht gerade schmächtig, aber man muss sich schon richtig doll festhalten mit beiden Händen und den Kopf runternehmen. Ich habe die Hitze der Motoren gespürt. Ich habe gefühlt, wie mir der Dreck ins Gesicht flog. Ich werde ihn wohl noch tagelang abwaschen. Es fühlte sich an, als würde die Haut von meinem Gesicht gerissen. Es war wunderbar. Mit seinem Freund Ian war Brian schon auf 200 Flughäfen weltweit.
Mehr als den Landeplatz hat er von den tollsten Reisezielen aber nie gesehen. St. Maarten ist ihr persönlicher karibischer Traumstrand. Hier sitzen sie von morgens bis abends, bis die letzte Maschine gelandet ist. Und wir können sie ein ganz klein wenig zumindest verstehen.